Pietro Manzoni hat in Blechdosen reingeschissen und sie als Künstlerscheiße verkauft. Hallo. Irgendwie lädt das bei mir nicht. Ich bin der Einzige, der hier nichts zum Trinken hat. Ja, ich hab im Stream reingeschrieben. Alexa, mach mir was zu trinken. Ich hoffe, das ist das Kaltgetränk ihrer Wahl, aber das... So, Yoshi, was ist das Thema heute Abend? Fangen wir mit Baldomero, Romero, Resendi an. Kennst du Baldomero, Resendi? Ja, habe ich schon mal gehört, aber ich habe gar keinen Bezug dazu. Der ist eigentlich in der Szene recht unbekannt. Recht unbekannt für gewisse Menschen, die mit Kunst nicht so viel am Hut haben. Aber Resendi ist ein spanischer Maler gewesen, der auch mal den König porträtiert hat. Das ist er. War ein sehr, sehr schwieriger Mensch. Aber der hat ein Werk erschaffen, das brutal ist. Und brutal nicht im Sinne von Brutalität, sondern im Sinne von mächtig. Ich habe vorhin ein Bild gesehen, welches einen Eindruck gemacht hat. Das, wo du mit der Maus drauf bist. Das da? Ja, zum Beispiel auch. Er hat gern Toreros gemalt. Die andere Seite davon. Torero nicht im Stierkampf stolz und mächtig und machohaft. Hier sieht man halt die andere Seite davon. Es sind zwei ältere Herrschaften, die wahrscheinlich nach ihrem Auftritt erstmal die Genüsse des Lebens kosten. Sehr eindrucksvoll, da gibt es auch andere. Das ist auch sehr, sehr, sehr eindrucksvoll, weil es zeigt auch wieder ein Torero, aber auch wieder ein älterer Mann, dessen Blick im Endeffekt aussagt, der weiß, dass die schönsten Zeiten schon vorbei sind. Eine witzige Geschichte von Baldomero Resendi ist, der ist ja mal nach Madrid gezogen, der ist selber nicht aus Madrid. Und er meinte, dort sei es schwer, Modelle zu finden zum Malen. Dann hat er sich eine Schaufensterpuppe gekauft und hat die oft einfach vermummt und hat die Tag ein und Tag aus gemalt. Das sieht gruselig aus. Ja, es ist im Endeffekt nur ein Stillleben. Aber das ist von den bisherigen Tuchbildern das, ich sag jetzt mal, was der Realität jetzt, wo man jetzt nicht so realitätsgetreu sein wollte, oder? Nicht so detailliert. Im Gegensatz zu dem oder zu dem, ja. Schärfe schaut, also unscharf, unfertig sieht es vielleicht sogar aus. Ja, hier steht auf Spanisch Homenaje a Baldomero Resendi. Das heißt, es ist eine Hommage an ihn, das heißt, es ist nicht von ihm gemalt. Sieht man auch, dass es ein Amateur ist, im Gegensatz zu dem hier, ne? Das ist Resendi. Ach so. Jetzt wundert es mich nicht. Nee, er hat schon eine verdammt gute Technik. Ich mag einfach, wie er die Tücher malt. Und zwar nicht nur in dem hier, auch in dem hier. Es gibt ein Bild, das liebe ich. Der hat auch oft Menschenkörper mit Tierköpfen gemalt. Wie zum Beispiel hier. Aber da gibt es eins, genau das da. Das kenne ich. Daher kenne ich ihn, das kenne ich. Das sieht halt echt aus, als wäre es so eine silberne Jacke. Das ist richtig gut getroffen. Dazu muss man auch sagen, dass diese Tierbilder sind alles ganz, ganz kleine Bilder. Es gibt eine witzige Anekdote über Resendi, als er noch in der Kunstakademie war. Er ist da immer recht früh hingegangen, also
sagen hier ein paar Minuten früher als die anderen, hat da sein Bild schnell hingeschmiert und nach einer Viertelstunde war er eigentlich schon fertig, während die anderen eine Stunde, eineinhalb Stunden dafür gebraucht haben. Und dann hat er einfach gesagt, ja, was braucht ihr denn so lange für diesen Schrott, den ihr da malt? Und er war dabei schon fertig und hat dabei schon sein zweites angefangen. Aber hier, das war schon ein bisschen später, das sind so Bilder, man muss auch sagen, zu Lebzeiten hat er sehr gut verkauft. Hat gut von seiner Kunst leben können. Eines meiner Lieblingsbilder von Tresendi ist das hier, das nennt sich La Danza de los Pavos oder The Dancing of the Peacocks auf Englisch, der Tanz der Truthähne. Das sieht man Flamengo-Tänzer und ein paar Truthähne. Aber es ist ein sehr schönes Bild. Typisches Stillleben von Tresendi, auch ein bisschen, ja, sind halt Szenen, wie sie eigentlich im tagtäglichen Leben auch in einer Küche sind. Da ist etwas wild und das bereitet man dann einfach fürs Abendessen vor. Aber das Bild mag das dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen makaber erscheinen, aber so ist das Leben. Hier steht Untitled, aber das Bild hat sehr wohl einen Namen. In der Bibel ist ja die Geschichte, dass er hinausgeschickt wurde und der Versuchung widerstehen sollte, um Gott zu beweisen, dass er gläubig ist. Und in der Bibel hieß es ja eigentlich, dass er nicht der Versuchung verfallen ist. Aber Tresendi malt hier genau das Gegenteil, dass er genau der Versuchung verfällt. Aber hier sieht man natürlich eine Frau, die er anscheinend gut findet. Was ist denn das da rechts im Hintergrund? Ah, das sind Dämonen. Doch, Dämonen. War der gläubig, war der ein, oder war jemand, der den Glauben so abgelehnt hat, wie der zur damaligen Zeit? Gut, so lange ist es noch gar nicht her, aber... Nee, der ist 77 gestorben. Der ist aufgewachsen im Ersten Weltkrieg, ist der jung gewesen, hm? Ja. Viel Leid gesehen, das sieht man vielleicht an dem einen oder anderen Bild. Ja, haben wir es doch schon. Ja, was hier eindrucksvoll ist, es ist halt ein Gefängnis. Aber wie willst du das Leid in dem Gefängnis gut darstellen? Ich finde, das ist sehr gut getroffen. Wüsste ich jetzt nicht, ob das an dem liegt, was er erlebt hat oder nicht, aber das Bild ist sehr stark. Wenn man hier sieht, der Kopf von diesem Menschen hier, der die Stange umschlingt, ist ja eigentlich schon ein Skelett. Ja, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Es ist, wenn du mich fragst, genial. Von der Idee her, von der Aufmachung, von der Expression her. Wo langt denn der hin, der Gefangene mit den beiden Händen raus? Mit seiner rechten Hand, die ja so eine Handfessel hat, oder? Erkenne ich das richtig? Steinhalten. Ich denke, das ist einfach nur die Flucht ergreifen, nach der Freiheit greifen, im bildlichen Sinne. Wenn man sich so ein bisschen seinen Malstil anschaut, sehr frei, sehr, es ist nicht so dieser, ja, wie man es heute auch kennt vom Hyperrealismus, wo alles sehr detailgetreu ist. Aber es ist ein Realismus, was meiner Meinung nach viel schöner und besser ist. Und da sieht man auch die Hand des Künstlers, auch wie er gearbeitet hat, die Intensität dabei und alles. Und das wollte ich dir noch zeigen. Es gab auch Auftragsarbeiten, wo er halt doch mehr Zeit für genommen hat und um das Ganze auch dementsprechend dem Kunden recht zu machen. Das ist auch wieder ein Torero. Ja, Toreros sind in Spanien einfach eine Celebrities. Das sind auch angesehene Leute, auch ein sehr gut bezahlter Beruf auf gewissen Ebenen. Und die konnten sich halt auch so ein Porträt von ihm leisten, was auch zu damaliger Zeit nicht ganz billig war. Aber wie gesagt, das ist ganz klar eine Auftragsarbeit, so hätte er. Er ist immer auf der Suche nach der Idee im Bild, die darzustellen, wie ich es dir vorhin gezeigt habe. Hier wollte er ganz klar darstellen, dass das Leben schnell vorbei ist und dass man es vielleicht genießen sollte, bevor es zu spät ist. Wen hat er da gemalt? Bitte?
Wen hat er da gemalt? Was ist das für ein Offizier? Das ist kein Offizier, das ist ein Torero. Ach nun, also, aber diese Verzierung an seinem, sind das Gewinnerwimpel oder Anstecker? Nein, ist das hast du noch nie ein Torero gesehen, wie er angezogen ist. Das hier kenne ich, aber dass das solche Manschetten, und zwar so große und schwere sind, das kenne ich nicht. Doch, die gibt es ganz unterschiedlich. Habe ich so noch nicht gesehen. Ja, ist ein Künstler, der so jetzt nicht allzu bekannt ist. Wenn man ein bisschen im Internet verhorstet, gibt es nicht sehr, sehr viel von ihm. Hat er Einstein gemalt? Der war so ein... Nee, in ist dem gar nicht von ihm. Nicht okay. Fake News. Hat jemand im Stile nachmalen wollen, oder? Das ist einfach ein anderer Künstler. Ich glaube, das ist hier nehmen. Seite, wo man Kunst kaufen kann. Nee, es ist ganz klar von jemand anderem. Hätte mich jetzt auch gewundert. Auch ein Bild, was ich sehr gut finde von Jessendi. Das. Ach, die sind alle so klein. Du kannst unter dem Filter einstellen, dass er als allererstes die großen Bilder zeigt. Aber dann wird wahrscheinlich viel kommen, was nicht von ihm ist. Er hat auch gern Harlequins gemalt. Der sieht nicht gut gelaunt aus. Ja, weil das eben genau dieser, ich nenne es jetzt mal Widerspruch ist, aber. Ja, weil er eigentlich lustig sein sollte, ist aber nicht, aber gefrustet ist in seinem echten Leben. Ja, so ist es ja oftmals. Schau dir viele Komiker an, die sind alle depressiv und ich glaube, das kommt halt umsonst, wenn man irgendwo ständig immer versucht und dabei ist, jemanden zum Lachen zu bringen. Ja, so viel zu Resendi. Kann man nur empfehlen. Ich würde mal gerne ein Bild von ihm kaufen. Dann gib mal ein, was steht denn zum Verkauf? Einpendeln. Und gibt's was? Es gibt was, aber man muss sich anmelden, um die Preise zu sehen. Aber es gibt was. Das ist halt, wahrscheinlich muss man zahlen, dass man sich anmelden darf. Ist eine Überlegung wert. Das finde ich schön. Schön, aber düster. Ja, ich glaube, das ist sogar das, was wir uns vorhin angeschaut haben. Gibt's irgendwelche bekannten asiatischen Künstler, die man unbedingt kennen muss? Ja. Ai Weiwei. Ai Weiwei. Ai Weiwei. Ich muss ja jetzt mittlerweile dazu sagen, 60-70% der kontemporären Künstler, die heutzutage am meisten umsetzen und verdienen mit ihrer Arbeit, kommen mittlerweile aus Asien bzw. aus China direkt. 100 Millionen. Ja, schon. Der Markt wäre ja auch groß. Der hat also nicht nur Gemälde gemacht, sondern auch Plastiken und... Ja, hauptsächlich Installationen und sowas. Das sind, wenn du mich als so jemanden, der jetzt zwar gerne sich Zeit und der Kunst widmet, aber jetzt da wirklich kein Experte auf dem Weg bin, für mich sind das so die verrücktesten Künstler, die sich allen Möglichkeiten, die unsere Welt hergibt, zu bedienen. Nicht nur auf Blatt Papier. Worauf ich ab und zu, also ich, was ich so hobbymäßig mache, ist halt schon Fotos. Aber da bin ich halt auch nur... was sich halt so ergibt. Stich da mal ein bisschen so... Eingelesen, nein. Sollst du mal machen? Sollte vor allem machen. Nicht was, wie die Kamera funktioniert, ja. Und alles, sondern wie man Bilder macht, genau. und wobei es, wo es drauf ankommt. Jeder, der ein aktuelles Handy hat, die meisten Kameras machen hervorragende Fotos. Was sagst du zu Fontana? Jetzt will ich mal deine Meinung hören. Das ist sein Werk. Das ist das Einzige, was er macht. Oder das, was am berühmtesten ist, oder das, was ihn ausmacht, das, wo man für ihn kennt. Alles, was du gesagt hast. Ja, das ist halt so wie, ich nenne mich jetzt Stuhl und keiner anderer kann sich jetzt mehr Stuhl nennen, weil das meine Marke ist, die ich belegt habe. So. Das ist ja eingeschnitten, gell? Das ist nicht gezeichnet, nur das Stuhl.
egal wer das jetzt macht, wird immer gesagt bekommen, das ist ja Nachmache von diesem Künstler. Oder? Also er hat er hat ein ganz einfaches Stilmittel genommen, ein Blatt Papier oder eine Wand oder was ist das? Ist das so ein. Das ist eine Leinwand. Eine Leinwand hat einfach genommen und geschnitten. Ja. Und hat halt sich vielleicht noch was dabei gedacht, was schön fürs Auge ist, oder hat einfach drauf losgeschnippelt und die Besten halt am Ende des Tages genommen. Ich will wissen, wie viel der geschnitten hat. Ein Haufen. Aber jeder. Er hat auch sowas gemacht. Ja, aber jeder, der jetzt sowas macht, egal ob er es nur einbaut oder weiterentwickelt oder verbessert oder vielleicht richtig die Kunst draus macht. Ja, aber was ist deine Meinung? Das ist meine Meinung dazu. Ich finde das jetzt nicht, da brauchst du nicht hochbegabt sein, um gut sowas oder zu machen. Schlecht? Langweilig oder spannend? Auf Dauer langweilig? Das ist furchtbar. Auf Dauer langweilig für den ersten Augenblick? Ja, ganz spannend, weil man kann ja aus Leinwänden anscheinend noch was anderes machen. Was cool wäre, wenn er jetzt drüber gemalt hätte oder irgendwelche Bilder genommen hätte, die er nicht gemacht hat und so zerschnitten hätte und gesagt hat, das ist dann Kunst, das wäre cool so, weißt du? Das haben auch schon welche gemacht. Aber nach ihm oder vor ihm? Oder sind es dann so Bilder, also... Ich glaube beides, aber hauptsächlich nach ihm. Es gibt auch Künstler, die haben einfach was, eine Leinwand verbrannt. Man kann sie auf viele Art und Weisen zerstören. Geht dann wieder so in die Kategorie Performance. Aber ich schaue mir Lucio Fontanas Werk an und denke mir einfach nur, ich schaue mir ein Bild nach dem anderen an und es ist so stinklangweilig. Ich, weißt du, was ich gut finde vom Auge jetzt her, weil da oben war so ein weißes. Nee, da waren ein paar schräge. Was? Das. Das ja, das muss ich sagen, so spricht mich jetzt von der... Würdest du es dir zu Hause aufhängen? Nö. Warum denn? Aber ich würde es in einem Museum... Weil du es schrecklich findest. Viele haben ein bisschen so... Es ist so, was fürs Museum, es ist nichts für zu Hause. Ja, kann man sich sowieso nicht leisten. Aber... Was kostet das? Zweistellig. Mindestens. Okay. Naja, das ist mehr. Zweistellig? Also zweistellig im Tausenderbereich. Ja, da sind wir schon im Hunderttausenderbereich. Aber es ist halt ein Werk, viele haben da ein bisschen was hineinphilosophiert, ja, so dieser Raum hinter der Leinwand und kosmischer Schrott. Weißt du, ich meine, so, man kann ja vieles reininterpretieren, aber im Endeffekt ist es. Weißt du, abstrakt ist. Ja, aber im Ende, ja, es hat dann auch keine Malerei in dem Sinne, es ist schon fast eine Skulptur. Ja, aber ja, man schaut sich halt wirklich sein Werk an und nach 5 Bildern hat man schon die Schnauze voll, weil es ist ein und dasselbe, immer wieder und immer wieder. Es ist so wie jemand, weißt, der seinen Stil suchen will oder... Es ist das Einfachste der Welt, einen Stil zu entwickeln. Man nimmt einfach eine Formel und wiederholt sie so oft, bis man es kotzen kriegt. Hat der zu Lebzeiten mit diesen Skulpturen Geld verdient? Ja, absolut. Ja, absolut. Dann würde ich mal sagen, kannst du es beschimpfen wie billig, es hat funktioniert. Ja, aber man muss ja die Meinung dazu sagen. Ich meine, Fontana ist weltberühmt und... Ich finde... Zeige ich dir noch was? Also Kunst in dem Sinne, dass da jemand ausgeprägt seine Fertigkeiten zur Schau stellt, ist es nicht. Da hat jemand bestimmt Fertigkeiten, aber zur Schau gestellt werden sie nicht durch diese Werke. Ja, das ist was für eine alte Kunstlehrerin. Pietro Manzoni hat in Blechdosen reingeschissen und sie als Künstlerscheiße verkauft. Für sehr, sehr viel Geld. Den Witz habe ich verstanden. Künstlerscheiße. Scheiße, shit. Mist. Aber ich weiß nicht, ob jemand sich getraut hat, die Dose tatsächlich zu öffnen. Ja, hundertprozentig. Aber was war drinnen? Nix. Ja, kacke. Ey, wirklich kacke. Ja, wirklich.
Der Typ war crazy. Der hat das tatsächlich gemacht. Die Dinger werden heute noch, ich weiß nicht wie hoch gehandelt. Pietro Manzoni ist mega berühmt geworden damit. Der sieht schon so aus wie so einer, der sowas macht. Naja, da finde ich das andere mehr Kunst als in die Dank. Also mehr. Die Aussage dahinter, die Expression dahinter, die ist definitiv besser als bei so einem Bild. Weil die war sogar nummeriert. Schau, das ist die Nummer 47. Weißt du, das Geile ist, wenn du mal so einen. Wenn du mal jetzt. Die Nummer 53. Ist der schon gestorben, oder? Ja, natürlich. Jetzt stell dir vor, da gehen Wissenschaftler hin und sagen, wir wollen jetzt gucken, wie dem seine Exkremente sind und wollen ihm die Gesundheit in seinen Lebensstadien nachweisen. Weil die nummeriert sind, können sie genau sagen, wann was produziert worden ist, ja? So könnte man ihm sagen, er hat montags Schweinefleisch gegessen. Das ist richtig stolz. Und wer hat das gekauft? Viele, der war auch zu Lebzeiten, war dann. Wegen anderen Werken. Ja. Schauen wir mal, was hat der noch gemacht? Weil im Endeffekt ist das ja nur ein Gag. Ein Gag, womit er hauptsächlich berühmt geworden ist am Ende. Artist Schild. Ich dachte, du hast schon alles gesehen gehabt. Ich habe das schon mal gehört, aber sowas hat man halt mal bei Galileo gehört, dass jemand sowas getan hat oder man sich erzählt im Unterricht, aber mich mit dem jetzt intensiver auseinandergesetzt, weniger. Ich kenne den auch hauptsächlich wegen sowas, ja, aber ja, so ähnlich wie Fontana auch. Ich glaube, das war Brot, oder? Ist das Brot? Ja, das sind so Art Semmel. Angemalt. Sowas finde ich wiederum gut. Ich habe einen Freund aus Rom, der macht genau solche Dinge mit Stofflaken. Er färbt die ein, tunkt die dann quasi in so eine Art Harz und tut die dann auf die Leinwand so verteilen, dass es schön ausschaut. Aber ja, ansonsten ja auch sehr, sehr wiederholend. Die Scheiße, die Künstler. Artist Shit war sein größter Coup. Ich habe jetzt nichts gesehen, was mich so fasziniert hätte. Ja. Ne? Ein Pinsel die Rolle durchlaufen lassen und immer den Strich weitermalen. Und dann? Ein Stück abschneiden, signieren, verkaufen. Hat geklappt. Gar nicht dumm, der Typ. Ja, weil halt die. Das Können nicht in den Fertigkeiten der Kunst an sich ist, sondern in dem, was es dann ausmacht. Also in der sozialen Reaktion. Also der hat sich halt gedacht, so was könnte funktionieren? Welchen Scheiß kaufen die mir ab? Und wenn es im wahrsten Sinne des Wortes Artist-Shit ist, das ist ja die Gründe. Deswegen, Hut ab. Also Hut ab. Er hat sozusagen mit Scheiße, war der jetzt, nicht, ihm ging es nicht schlecht oder er war kein armer Schlucker zu Lebzeiten. Er hat von dem leben können, was er gemacht hat. Ich denke schon, ja. Provokateur, damit schafft man Dialoge und wie setzt sich, Artist Shit von der Steuer ab? Schwierig, muss ich meine Steuerberaterin Finanzamt, fragen. Finanzamt, wie viel Scheißhaufen haben sie dieses Jahr wieder verkauft? Da stimmt was in der Rechnung nicht. Aber ich meine, eins pro Tag, wie viel hat er verkauft? Tausende. Über sein ganzes Leben immer mehr. Ein Haufen. Das mit Sicherheit eine Zeit lang gemacht und heutzutage so eine Dose ist, weiß nicht, wie viel man dafür zahlt. Ja, mal, stell dir mal vor, der hängt mit seinen Kumpels ab und sagt dann so, er möchte gerne auf Toilette gehen und alle mit der Schale so, hey, komm für mich, komm, ein bisschen Taschengeld, ich will verkaufen auf eBay. Kann man gucken, was eine kostet? Gibt's eine? Das interessiert mich jetzt schon. Was kostet? Was kostet Artist Shit? Ja, aber von ihm. Also eine Originale von ihm. Kein Fake-Shit, also das lass mal prüfen von
Pietro Lombardi. Ja, 300 Euro. Was? Das ist viel Geld für Artist-Shit. Glaubst du, das ist echt? Ja, wenn da seine Unterschrift drauf ist. So teuer kann es nicht sein, wenn er einen Haufen gemacht hat, weil es ist immer noch Artist-Shit. Aber wir reden hier von einem Künstler, der im 20. Jahrhundert... Wo will ich das hinstellen? Darf ich mal den Artist-Shit in deinem Hausgang sehen? Ich wollte den schon immer mal in der Hand haben. Wie alt ist also der? Also das überrascht mich. Guck mal, das ist vakuumierend. Sollen wir es kaufen? Für 199. Kauf mal Artist Shit. Du musst dir mal vorstellen, allein wenn er 20 Euro oder 20 Dollar damals für einen Haufen bekommen hat, weißt du, wie viel Geld das ist? Für Scheiße in der Dose. Das einzig Schade ist ja nur, dass ich nur einmal am Tag auf die Toilette muss. Ich will gar nicht wissen, ob er nicht von jemand anderem das genommen hat und einfach reintan hat, damit er mehr verkauft. Würde mich auch nicht wundern. Dass er vom Hund oder von irgendwelchen, vom Nachbarn, hat sein Kumpel gesagt, ihr sammelt jetzt die nächsten 2 Wochen bitte. Keine Bohnen. In den Warenkorb. Von wem ist es? Kann man das erkennen? Ich weiß ja noch, da ist lieber in ein Bild von dem Künstler von vorhin besser investiert. Ja, ja. Also im Sinne von, Was sagst du zu Fernando Botero? Ja, die Bilder habe ich schon mal gesehen, diese Köpfe. Er lebt noch. Er gilt als Kolumbiens größter Maler. Hier sieht man auch wieder ein bisschen so seine Formel, sein Stil. Sagt er, er ist ja der Maler der Dicken. Die Mona Lisa in Dick, ne? Ja, weiß. Wieder deine Meinung dazu. Schau dir ruhig sein Gesamtwerk an. Ganz ehrlich. Ich kann runterscrollen, ja. Es wird nichts Neues kommen. Aber in dem Fall sind wir schon mal einen Schritt weiter als nur Leinwände zerschneiden, weil er doch irgendetwas malt, wo ja auch eine Aussage drinnen ist, wo man sich damit vergnügen kann. Ich mach sie dir gern größer. Die drei Damen da weiter, oder? Ich mach's. Guck mal, Jesus hat auch gemalt, hm? Sehr gut. Ja. Das ist halt ein Künstler, der hat seinen Stil. Das ist doch schön. Welcher Stil? Eine kleine Formel immer wiederholen bis zum... Es ist so wie, du kennst doch die Zeichentrickfiguren. Du hast Simpsons, du hast Family Guy, du hast American Dad und wie sie alle heißen und dann die ganzen Animes. Und jeder dieser Animes oder dieser Zeichenstile hat einen eigenen Charakter, den du in allen Figuren, die dort auftreten, wiedererkennst. So. Aber ist das Millionen wert? Nee, aber schau mal, das Bild habe ich auch schon mal gesehen mit dem Anzug. Das heißt, der kennt ist so man, Botero ist, ja? was heutzutage angeht, einer der berühmtesten. Der hat einen Platz, sich in die Geschichte sich geklaut. Ja, muss halt immer Realismus sein. Warum geklaut? Weißt du, das ist für mich eine kleine Formel. Ich finde das Bild cool. Ich finde, da kann man sehr viel hineininterpretieren. Ich kenne ihn jetzt nicht, ich kenne auch nicht großartig das, worauf es anlehnt. Das wird wahrscheinlich sich irgendwo ran anlehnen, an ein anderes Werk, oder? Ist das auch wieder so ein echtes Werk, was parodiert worden ist? Nee. Dann ist noch etwas. Er hat tatsächlich damit seinen Stil entwickeln wollen und somit einzigartig sein wollen. Aber wenn du mich fragst, ist das... das beeindruckt mich so gar nicht. Nicht von der Technik her, einfach dieses...
immer dasselbe. Schau mal, der hat auch, das ist ein ganz berühmtes Bild von Van Eyck. Van Eyck, einer der größten flämischen Künstler der Geschichte. Und hier einfach in seiner Art und Weise gemalt. Ich finde ihn aber jetzt in seiner Art und Weise nicht schlecht. Ich finde es sehr angenehm anzusehen. Ich finde, er kann malen. Er kann malen. Ich bin kein Kunstexperte und ich will da über Fertigkeiten gehen, aber ich finde das. Wann hat der. Es ist immer wieder dasselbe. Ja, ist mir schon bewusst. Das ist, sag ich dir ja, deswegen habe ich das ja mit dem Family Guy Stil erzählt. Da gibt es ja auch schon 50 Millionen Folgen gefühlt. Ja, aber das ist eine Zeichentrickserie. Ja, aber was ist denn das? Ist das Realismus? Nein, das ist, ja. dann soll er Comics ja, malen. Aber es ist ja irgendwo was zwischen Comics malen und Bilder malen. Irgendwo da ein Crossover, eine Überschneidung. Ob das Millionen wert ist, habe ich nicht zu beurteilen. Das haben diejenigen zu beurteilen, die Millionen haben und bestimmte Bilder kaufen. Ich finde auch seine Skulpturen schrecklich, aber da, das finde ich okay. Seine Bilder sind oh, weiß ich, die das Hand, ist auch die sowas. Hand ist lustig. Welche? Ganz rechts in der Mitte auf deinem Bildschirm. Hat schon was. Das ist jetzt nicht. Ich finde Skulpturen weniger schrecklich als seine Bilder. Seine Bilder finde ich grauenvoll. Und zwar. Ja, die sind nicht ästhetisch. Die haben schon Kompositionen und so. Die sind nicht ästhetisch von den Figuren, die er malt, was seine Menschen nicht ästhetisch sind. Aber das ist vielleicht ja auch Teil des Ausdrucks. Es hat für mich. Kennst du. Kennst du Menschen so? Kennst du naive Malerei? Also der Stilmittel naiv. Das Stilmittel naiv kommt deswegen, weil so hat man Künstler bezeichnet, die nie auf der Akademie waren. Versteht? Und man hat es angesehen, weißt du, die haben halt irgendwo versucht, einen Tiger zu malen und es hat irgendwo gar nichts von einem Tiger. Ich zeig dir einen Naivmaler. Also jemand, der halt es nicht gelernt hat, sozusagen. Und man merkt ihm seine Ungelerntheit an am Malen, oder? Aber die Werke, die halt dann von jemandem, der berühmt geworden ist, sind halt wahrscheinlich auch genau deswegen berühmt geworden. Manchmal kann man halt einfach Kunst nicht inszenieren, sondern es passiert in Intuition. Und wenn es bescheuerte Risse sind, die eine Leinwand hat, das macht's ja wahrscheinlich auch, diese Absurdität macht's wahrscheinlich auch noch so, noch fördert. Rousseau ist in die Geschichte eingegangen. Es war ein Freundchen von Picasso. Eigentlich war er Zöllner vom Beruf, hat aber gern gemalt. Sieht doch gut aus. Rousseau finde ich tatsächlich gut, aber das ist, daher kommt halt die Definition naiv. Aber ja, das war für damals, war das jetzt nicht gang und gäbe so zu malen, ganz im Gegenteil, aber da sieht man halt, dass der von Malerei jetzt nicht wirklich eine Studium-Ahnung hat. Ja, ich meine, man sieht, dass es Wolken sind, aber es ist keinerlei Studie dahinter, weder von, schau mal, das sieht aus, als ob er schweben wird, obwohl er eigentlich wahrscheinlich nur die Perspektive malen wollte, aber die ist ja völlig falsch. Das ist naive Malerei und ja, hier das versucht. Das ist sehr schön. Das ist geil. Die Pflanzenbilder. Es ist ein Dschungel, aber man sieht, dass der nie im Dschungel war. Das macht nichts. Was schön dran ist, ist die Farbe und die Schichten, die er da gemalt hat. Also es ist immer rein ins Bild. Schau dir den Löwen, Tiger an. Es sieht ja aus, als ob der. Na, wie ein Kind halt malen würde, ne? Das ist sehr, sehr berühmt und das finde ich auch sehr, sehr schön. Aber ja, Botero hat meiner Meinung nach was von einem Naivkünstler. Ja, weil habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, obwohl Botero auf der Akademie war. War schon, da merkt man schon. Guck mal, dieses Raumbild. Jetzt gehen wir mal weiter. Das hier zum Beispiel, das war's, was man erkannt hat. Schau mal den Raum an.
finde ich schon, dass man merkt, dass da jemand Ahnung hat, wie man Raum malt und wie man Personen in dem Raum darstellt. Auch wenn es bei den Schuhen und unten bei der Katze vielleicht ein bisschen und vielleicht dort bei dem Kleid nicht ganz perfekt ist, aber man kann schon erkennen. Ja, aber meine Meinung ist ja nur, Möschter hat ja so von Chiaroscuro, von Licht und Schatten, keine Ahnung, man sieht hier gar nichts an einer richtigen Studie, was... Ja, glaubst du, Capital Bra hat Ahnung von Schweifreimen und was ein Euphemismus ist und eine Hyperbel? Nee, hat er nicht. Kenn ich nicht. Wer ist das? Der erfolgreichste Deutschrap-Künstler aller Zeiten. Aber... Okay, Botero mag ich, kann ich leider nicht dran, nichts ändern. Genauso wie ich aber den anderen Künstler gerade auch gut fand, den Manzoni, ja, den fand ich gut. Aber der von der Dose. Nee, aber soll ich dir mal einen Künstler zeigen, der auch für seine dicken Malerei bekannt ist, aber meiner Meinung nach sehr, sehr gut ist. Zeig dicke Menschen. Dick und fett. Der Neffe von Sigmund Freud. Schon wieder einer. Wieso schon wieder einer? Ja, weil der andere Neffe von Sigmund Freud hat das Buch Propaganda geschrieben, was der Wahrheit sozusagen mit Propaganda ist. Wie heißt der? Lucien Freud. Nee. Freud hat Neffen gehabt, die echt erfolgreich waren. Und zwar Edward Bernays heißt der, hast du bestimmt schon mal gehört. Ja. Yeah. Das ist auch der Neffe von Freud. Ne? Und das Buch habe ich daheim, weil es echt ein Klassiker ist, was Public Relations angeht. Oh ja. Sag mir, dass das jetzt nicht... Das Sofa, das Einzige, was mich da so richtig fasziniert, ist... Diese Ecke hier, das ist so scharf und da wird es so unfein. Hier ist es so richtig detailliert und dann wird es faltig. Es hat sehr, sehr viel Ausdruckskraft, das Bild. Ja gut, vielleicht liegt es daran, dass es halt einfach auch eine nackte Frau ist und damit nochmal einen ganz anderen Ausdruck verleiht, als vielleicht jetzt so die... Nein, im Sinne von, da ist Poetik dahinter, da ist Technik drin, da ist irgendwo etwas, was einem auch zu denken gibt. Ist es erlaubt auf Twitch überhaupt solche... Es ist ein Familienkanal, es ist Familiencontent. Ja, aber Bilder, also gesetzlich meine ich jetzt, wie ist das Nacktheit auf Kunst? Das ist unterschiedlich. Ich merke das auch manchmal auf Instagram. Also von kann mir. Kann passieren, oder? Kann passieren, ja. Mir persönlich ist es noch nicht passiert, aber es gibt auch Leute, die posten da schon Sachen, die schon in die Sparte. Ja, halt, es ist pornografisches Material in Kunstform. Weil Pornografie darf man es im Sinne so nicht nennen, aber. Weißt du, was ich dazu sagen möchte? Ich habe mal eine ägyptische Doku angeschaut, die hat darüber berichtet, dass die alten Ägypter teilweise schon man hat Steintafeln gefunden, wo pornografisches Material drauf war, also sexuelle Handlungen aufgezeichnet, die man dann auch verkauft hat, um jemandem das zu zeigen. Verkauft sogar? Ja, also wie du kennst ja diese, was sind es, Tiefreliefs oder Mal... Typische Malungen, das halt mit sexuellen Handlungen, die auf so einer kleinen, so groß waren wie die Scheiben wie dein Pad und dann hat man die auf dem Markt halt verkauft und Phallus-Symbole zum Beispiel aus Ton, die man sich dann halt, Damen sich halt ja, die kenne ich, ja. Und das wird wahrscheinlich im selben Markt-Etablissement angeboten worden sein. Es freut nicht tausendmal besser als Botero. Besser? Tausendmal. Anders. Das ist eine ganz andere Malerei. Wir sind da viel mehr in Malerei, als wir gerade eben waren. Das andere war nicht wirklich Malerei. Nee, das war Comic. Macht ja aber nichts. Kann ja schön sein, oder ne? Kann man ja schön finden. Anscheinend finden es genügend Leute schön.
Das ist Malerei. Nur noch die Königin gemalt. Normalerweise, wenn die Königin einen Maler sich bestellt, dann bestellt sie sich zu ihm, zu ihr. Ja. Er hat sie zu ihr geschickt. Er wollte nicht hingehen, er hat gesagt, du kommst in mein Studio oder ich mach's, ne? Und die alte Dame war sich nicht zu fein dafür. Das Bild ist tatsächlich nur so groß. Das wollte ich gerade fragen. Und das nächste, was ich fragen wollte, ist, macht er das öfters, dass hier zum Beispiel das Gesicht in diesem sehr undetailgetreuen Stil ist, aber die Krone da oben, das hier, das Kreuz da oben, wenn man es weiter weg anschaut, ist es so richtig scharf. Also es fällt auf, dass die Krone irgendwo auch in dem... So wie bei dem Sofa vorhin, meinst ja, du? Ja, genau. Dass der halt neben diesen... Eigentlich steht die Frau ja im Fokus. Aber auch da hinten das Gemälde, zum Beispiel mit dem Löwen, wo die Dicke davor war, war wiederum ein zweites Zentrum, wo man gleich hingucken muss, finde ich, weil das irgendwo relevant ist. Da ist die Frau mit dem Gemälde hinten. So, du siehst so die Frau und dann hinten ist dann nochmal versteckt was auf dem Bild. Ein Bild im Bild. Genau, ein Bild im Bild und aber anders gezeichnet als die Frau in einem anderen. Es steht nicht mehr im Vordergrund. Nö, so gar es, ne? Nicht. Aber bei der Queen war die Krone schon sehr eindrucksvoll. Im Gegensatz zu dem einen Auge, was... Guck mal, wer die Queen gemalt hat. Ist die dement? Da gibt es bestimmt Könige, die einen die Hand abkackt hätten oder getötet haben lassen. Also so an sich, wie er Fleisch und sowas gemalt hat, ist das schon sehr, sehr typisch für ihn. Wobei in jüngeren Jahren war er ein bisschen exakter bei seiner Arbeit, aber im Grunde schon immer sehr, sehr materiallastig auch sein Werk. Aber ja. Man. Wobei ich glaube, dass bei der Queen mit der Krone es täuscht auch ein bisschen. Kann sein, wenn es so klein ist. Mei, so kann halt eine Täuschung auch ein Kunstwerk ausmachen. Ja, doch alles sehr erfolgreich. Hat der einen Selbsthotel? Klar, das war ja das vorhin. Achso, du hast mir nicht erzählt. Das kann ich ja nicht wissen, ich bin ja nicht so in der... Das ist er selbst. Ich bin froh, wenn ich die Theoretiker kann und kenne, die ich habe. Das war er selbst. Das ist auch er selbst. Alter. Er auch. Schlecht? Ich glaube schon, ja. Lucien Freud war schwul, wie so viele. Und er war ein... wie so viele. Und er war ein guter Freund von Francis Bacon. Kennst du Francis Bacon? Ja. Waren zwei dicke Kumpels. Und... Ich glaube, Bacon war auch schwul. Bacon war ein Philosoph, ne? Nee, Bacon war ein Maler. Das ist eine Wiederaufarbeitung von dem Thema von Diego Velázquez. Diego Velázquez hat mal den Papst gemalt und wenn du das jetzt dir kurz einprägst und das habe ich ja schon mal gesehen. Das ist die Vorlage, die Bacon dafür benutzt hat. Das zu malen.
Sicher mit offenem Mund. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Eigentlich wollte Bacon ja im Grunde nicht ein Objekt, ein Mensch oder irgendwie eine Darstellung an sich, sondern er wollte diesen Schrei malen. So wie wenn ein Maler versucht, Bewegung zu malen. Bild ist still, aber wie bringst du Bewegung in ein Bild? Wie macht's, das ist so wie der Schrei von Munch, verstehst du? Du hast jetzt diese kleine Figur da vor diesem Fjord, aber du schaust es an und das Ding schreit dich quasi an. Und ich finde, das hat Bacon ganz gut hingebracht. Ansonsten, Surrealist? Ein bisschen, ja. Ja, doch, sehr. Auch ein sehr unordentlicher Mensch. Das war sein Studio. Ein bisschen aus wie mein Cousin. Wenn ich dir die Bilder zeige von ihm, von seinem Studio. Ja, waren gute Freundchen mit Freud. Ja, zum Abschluss. Das muss man dann langsam. Wen magst du noch gerne sehen? Irgendjemand, der berühmt ist, aber nicht wegen seiner Kunst, aber dessen Kunstwerk für viel Geld verkauft worden ist. Zum Beispiel, als Beispiel, mein Vater war auf Kur und da war die Barbara Salisch auch und da haben die in der Kur halt Bilder gemalt. Dann konnte man sich anmelden zum Bildermalen halt. Mhm. Und der hat zwei von ihr mitgenommen. Ja. Und wer weiß. Und auf eBay vercheckt. Nee, das nicht. Sollte man machen, vielleicht kriegt man mehr als für die Dose. Ja, wenn du so ein richtiger Fan bist von diesen Sendungen. Ja, ist in Deutschland für Unbekannte. Nee, aber mittlerweile auch nicht mehr so präsent. Also die nächste Generation an Kids wird die nicht so kennen. Ja gut, wer könnte das sein? Jemand, der nicht für seine Kunst bekannt ist, aber sein Werk... Ja, zum Beispiel ein berühmter Rennfahrer, der hat halt mal Gaudi was zeichnet und das ist ganz cool geworden. Das hat man halt dann, weil er es, also... Achso, ja, warte, da kenne ich einen. Nicht Adolf Hitler, der war Künstler, der zählt nicht. George Bush. Gut, ja, schau, da haben wir jemanden. George Bush hat seinen Freund Putin gemalt. Und wie viel hat das verkauft? Ich weiß es nicht. Aber es ist bestimmt mehr als 1000 Euro wert. Das kann ich dir nicht sagen. Schau, der macht das tatsächlich ja sehr, sehr gern. Er malt gerne Hündchen. Ja. Süße, flauschige Hündchen. Ja, so wie er flüschige, flauschige Kriege geführt hat, malt er flüschige, flauschige Hunde. Hast du nicht gewusst? Nee, aber jetzt weiß ich, so wie der da aussieht, mit dem könnte er gleich noch einen Kuchen backen danach. Nee, die Seite habe ich nicht von ihm gekannt. George Bush malt Bilder. George Bush malt Hündchen und Totenköpfe, die reiten. Warte, ich zeig die Hündchen. Müssen wir mal gucken, was ein George Bush wert ist. Ich müsste W. Bush reinstellen und vom Vater nur eins hinterher. Aber warte. Hast du gewusst, was Marilyn Manson malt? Das habe ich gewusst. Hast du dir seine Sachen gesehen? Ich habe, glaube ich, schon was gesehen, ja, aber nicht mal, also nicht in Erinnerung. Ich kann es jetzt nicht. Warte. Und Jim Carrey? Ja, wir rappen auch. Jim Carrey Painting. Der hat Trump gemalt mit Hakenkreuz-Frisur. Ui, ja. Das muss man kurz. Wo ist das? Der hat mehrmals Donald Trump mal gesehen. Ich glaube, da mag jemand den anderen. Das ist sowas, was ich... Das ist politisch angehaucht, das ja. Muss man dazu sagen. Das ist nicht zu übersehen. Das mag ich mehr.
das gefällt mir besser. Trump als Hexer. Wer ist denn das da mit der Banane in der Hand? Weiß ich nicht. Das ist ziemlich berühmt von ihm. Ein Jesus. Und der malt auch Großformat. Es ist besser als Bush. Der nimmt es mittlerweile sogar ziemlich ernst. Ja, so wie ich es mitbekommen habe. Ist aber nicht schlecht. War ja irgendwo auch ein bisschen die Frage, ob das nicht irgendwie so ein bisschen so ein Marketing-Gang von ihm ist, verstehst du? Ja. Weil er ja doch in letzter Zeit in sehr, sehr wenigen Filmen sichtbar war. Jetzt schau mal her, ich nehme jetzt einfach einen Fußballspieler. Philipp Lahm malt ein Bild und ich mal ein Bild. Beides ist genauso hässlich. Wessen Bild hat Potenzial, überhaupt irgendwo mal bei jemandem zu hängen? Beide. Das sage ich nicht. Wenn du mich gefragt hättest, welches verkauft sich schneller auf eBay, dann hätte ich gesagt Philipp Lahm. Das ist mir schon klar. Aber wie weiß ich denn nach? Gut, die Unterschrift von ihm ist bekannt, ne? So, malt den auf Putin. Jetzt wird mir gespannt. Vielleicht hat Putin ja auch George W. Bush gemalt. Das würde mich ja freuen. Ich glaube nicht. Oder doch? Charity-Veranstalter. Okay. Wladimir Putin. Auch Wladimir Putin ist künstlerisch ein. Was ist das? Ein Fenster. Es ist ein Fenster. Mit russischem Vorhang, traditionell. Wer malt nicht? Rapper, die malen bestimmt. Ach, Rapper, die malen. Es gibt einen nach dem anderen. Da kommen jetzt sehr viele Rapper, die gemalt worden sind. Und ich wollte schon sagen, Tupac und Biggie ganz weit vorne. Ja gut, aber das, wir wollen ja wissen, ob ein Rapper selber malt. Deswegen ist vielleicht ein Rapper. Kennst du diese Murals von 50 Cent? Da hat sich, ich glaube, das war ein Australier, der nimmt sich jede Woche, ich glaube einmal wöchentlich hat er das teilweise gemacht, sich irgendeine Wand vor, malt 50 Cent und dann mit verschiedenen Frisuren, um ihn halt charakterlich ein bisschen zu verändern. Also, der Trump scheint auf jeden Fall auch jemand zu sein, der in die Kunsthistorie eingeht, oder? Was man von dem alles sieht. Und 50 war das ein oder andere Mal ein bisschen verärgert darüber. Dass er andauernd mit anderen Celebrities sein Gesicht teilt. Smash or pass. Swifty Sand. Swifty Sand. Ja, irgendwann hat er keinen Bock mehr. Ja, das war so in den letzten Monaten, war das ziemlich Hype. Was wir uns noch ankommen, weil du mir halt fuck hast, was wir uns noch anschauen. Banksy mag ich sehr. Banksy magst du? Ja, aber das ist auch so jemand. Mittlerweile ist der Hype um ihn auch abgeflacht. Obwohl ich dieses Zerschreddern des Bildes war wieder so ein Höhepunkt, aber momentan höre ich schon viel. Ich fand dieses. Das ist sein Marketing. Das ist sein Marketing. Auf einmal wieder da ist. Ja, absolut. Weil wenn der ständig präsent wäre. Man sagt ja heutzutage, man kennt seine Identität nicht. Was kann ich mir nicht vorstellen. Er hat einen Galerist. In der Szene, in der tieferen Szene weiß man genau, wer er ist. Sobald ein Banksy ein neues irgendwo auftaucht, ist sofort Medienpräsenz hoch 10 da. Weißt du, was mir an ihm als Jugendlicher, wo ich so 14, 15 war, gefallen hat? Und zwar die Schablonenarbeiten, die er hatte. Weil das ja eigentlich etwas ist, wo man als Straßenkünstler schnell etwas an die Wand
machen kann und gleich wieder weg ist und die detailausgetreue Arbeit mal in Ruhe machen kann. Ja, die nennt man Stencils, ja. Und die, da war er guter, also da hat er Inspiration gebracht für den ein oder anderen Kunstunterricht. Der, glaube ich, ist das an der eins der bekanntesten. Ist es an der Judenmauer, an der Klagemauer? Hat er nicht die Klagemauer irgendein Stück davon angesprayt mal? Er hat ein paar böse... Ah, er ist überall auf der Welt unterwegs, deswegen... An umstrittenen Orten, wo man nicht hin, wo man normalerweise jetzt nicht so... Manchmal, sicherlich. Und bestimmt viele Kopien. Ja. Es gab auch eine Internetseite, eine offizielle von ihm, da konnte man Werke von ihm kaufen in limitierter Auflage, wobei die meisten halt doch Drucke waren, aber anscheinend original signiert von ihm. Ich habe mich da um eins beworben, habe aber keins bekommen. Das hast du mal erzählt gehabt, ja. Gab es auch bei Picasso so eine Aktion, man konnte 10 Euro einzahlen und einer derjenige, der 10 Euro einzahlt hat, bekommt es dann sozusagen. Echt? Ja. Oder 100 Euro waren es. Es war irgendein Betrag, den hast du zahlt, also jemand, den halt man als Normalsterblicher zahlen kann und dann wurde es ausgelost. Okay. Was ist das? Ist das echt Banksy? Also mit den Ufos. Kennst du so Bilder aus dem Mittelalter, wo man so UFOs drauf interpretieren könnte? Ja. So, du kennst schon History Channel, der ist ja, bekannt, aber da werden manchmal so Bilder hergenommen aus dem hocherzkonservativen Christentum, Mittelalter, Zeitalter Europas, wo halt dann irgendwie Madonna da ist und im Hintergrund ist ein UFO. Gib mal Madonna UFO ein oder was ist das? Madonna als Mutter Gottes. Der heißt auch Madonna oder Gottes, oder? Ja, das ist da zum Beispiel. Ganz, also das ist das Bild, was immer hergenommen wird. Das ist natürlich übertrieben, aber finde ich interessant. Ja gut, nee, weil das kannte ich nicht. Man nimmt es immer her und sagt, es gab UFO-Sichtungen auch schon vorher. Das ist jetzt nichts, was auf der anderen Welt ist. Aber das ist kein Mittelalter, das ist schon Renaissance. Renaissance, das ist was für ein... Ich habe keine Ahnung, ich habe es in Erinnerung, dass das halt irgendwann mal im History Channel... Sorry. Aber das hast du schon gar nicht gekannt, oder? Nee, das kannte ich nur nicht. Trotzdem ist es interessant, weil das ist egal, was es ist. Ich würde jetzt nicht gleich UFO sagen, aber da hat es... Wenn du mich fragst, wenn ich das jetzt zum ersten Mal sehen würde, also ich würde da eher... Meine Künstler meinen, dass es ein Meteorit ist. Mhm. Aber ja, kann man auch als UFO deuten, ne? Weil es sieht schon ein bisschen aus wie ein Stein. Ja, es sieht schon aus wie ein Stein. Und dass es auch so ein bisschen leuchtet. Klar, es sieht aus. Mich wundert es nicht, dass Tür und Angel offen ist für Leute, die halt gerne alles in allem sehen. Ich meine, du kennst ja bestimmt ehrlich von denjenigen und wenn die sich alte Kunst angucken, dann interpretieren die da auch immer Alien-Sachen rein. Ja, es ist übertrieben. Sonnenkugeln und Lichtkugeln waren auch schon immer. Nee, das mit dem UFO, das kannte ich noch nicht. Nee, aber das ist so das Bild der, ich sage jetzt mal, Präastronautiker nennen die sich, ja. Dass die sagen, oh, Aliens waren schon auf dem Planeten. Ja, sobald irgendwas im Himmel fliegt, was kein Vogel ist, oder eine Wolke, ist es meistens ein UFO. Der UFO heißt ja unbekanntes Flugobjekt. In dem Fall haben wir ja ein unbekanntes Flugobjekt. So, das finde ich auch cool, so Höhlenmalerei. Das geht halt dann. Das finde ich gut. So vom Eindruck her, dafür, dass man da so Hände in der Höhlenmalerei gemacht hat, das hat schon. Ja, es ist. Ist der Anfang von allem.
Mich fragst du teilweise vieles besser davon als Botero. Oh ja, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich mag solche Kunst. Das finde ich sehr eindrucksvoll. Immer. Es gibt so einen Einblick in eine Welt, die schon längst vergessen worden ist. Und daher so mystifiziert wird oftmals oder auch eben überinterpretiert. Bloß das sind ja so Überbleibsel, viel bleiben ja, das sind ja Kunstwerke meistens, was aus den alten Zeiten bleibt. Oder, ja, oder Dinge oder Konstrukte, wo Kunst drinsteckt. Ja, Mai, wenn man das so sieht, ist ja Architektur auch eine Form von Kunst und ja, sicher. Ja, mittlerweile wird sie ja nur noch schlechter, weil wenn man billig bauen will und nicht für die Ewigkeit vor allem. Früher hat man für die Ewigkeit gebaut und deswegen steht auch noch vieles von dem, was... Ja, die Römer hatten auch sehr kolossale Werke gebaut. Von ganz Europa verteilt. Ja, die sind auch schön. Kennst du diese komischen Vandalisten, die Touren machen zu diesen Orten und dann neben so etwas noch ihren eigenen Namen einrücken? Schlimm. Und wenn er wenigstens eine Mini-Eckerl abnehmen würde, weil er eine Probe nehmen möchte, um das Alter zu datieren. Als Beispiel, das ist ja noch ein Sinn dahinter. Ja, da muss man abwägen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Warum macht man sowas?